Wunderschönen guten Morgen und schön, dass du wieder da bist bei der neuen Folge von Satisfactory, Folge 5. Wir warten gerade darauf, dass wir die zweite Stufe vom Weltraumlift freischalten können, also aufs Material dafür. Und ja, wir können ja ein wenig forschen währenddessen. Wir haben eine gelbe Elektroschnecke, dazu gibt es noch ein paar verstärkte Stahlplatten, Eisenplatten, nicht Stahl, ja, muss man ganz korrekt bleiben. Und ein paar Kabel. Let's go, 3 Sekunden. Was hat die Forschung uns jetzt gebracht? Wir können jetzt aus einer gelben Schnecke 2 Energiefragmente machen. Wir haben nur keine gelbe Schnecke mehr, weil die haben wir erforscht. Das nächste, was wir noch erforschen können, ist eine lilane Schnecke, aber die haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Es ist Zeit, auf die Suche zu gehen nach mehr Schnecken. Dafür holen wir uns einen Objektscanner. Das heißt, wir brauchen erstmal 3 Signalisatoren. Dafür braucht man ganz entspannt hier Eisenplatten, Eisenstangen, Draht und Kabel. Und gleich werden wir uns auch noch einen Xenobecher bauen. Brauchen wir 2 Xenozapper für, aber haben ein bisschen mehr Power im Nahkampf. Das kann ja definitiv auch nicht schaden. So, jetzt haben wir alles da. Wir haben 4 verstärkte Eisenplatten, 3 Signalisatoren und 50 Schrauben. Da können wir uns einen Objektscanner bauen. Und dann nehmen wir mal ganz entspannt unseren Xenobecher hier aus der Hand raus. Und dann können wir uns auch einen Xenobecher bauen. Hätten wir genug Draht einstecken. So, schnell mal das Drahtproblem behoben und schon können wir uns einen Xenobecher bauen. Xenobecher bauen. Und sind ausgestattet für unsere Expedition. Ich meine, Kaffee haben wir auch dabei, das ist wichtig. Ja, wir haben unseren Scanner. Die Kettensäge können wir auch beiseite legen. Das heißt, aktuell haben wir dabei unseren Xenobecher. Er ist ein bisschen effektiver vielleicht als das kleine Ding von bisher. Ein paar Barrelnuss-Dinger und unseren Scanner. Den kann man umschalten auf verschiedene Dinge. Und der zeigt dann an, in welcher Richtung etwas ist. Also er scannt gerade nach Schnecken, Elektroschnecken. In die Richtung findet er nichts. Die Richtung ist schon stärker. Das heißt dementsprechend, wir werden in die Richtung laufen, in der Hoffnung, da ein Schneckchen zu finden. Da sehen wir jetzt schon eine Schnecke. Die hat er aber scheinbar nicht anvisiert. Das ist auch gut, weil da können wir eh nicht hin. Also können wir schon, aber das Giftgas bekommt uns noch nicht so gut. Aber die da oben hat er gesehen. Da will er mit uns hin. Das Ding kann auch laufen, soweit ich weiß. Aber, ja gut, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Schaden. Oh, das kann nicht mehr laufen. Das kann Giftgas verströmen. Das ist ja gesund. Ja, nice. Und hier ist schon einer, der was dagegen hat. Wir gehen erstmal hier unten auf die offene Fläche. Packen unsere Knarre aus. Das Schöne ist, die schießen immer dahin, wo man steht. Oder wo man hinlaufen will. Das heißt, man bleibt einfach stehen. Und sobald es... Wow, wir werden ein paar viele. So. Uiuiuiui. So, und so. Ausgewichen. Nachladen. Den hätten wir vielleicht auch... Leute. Ich muss ein paar Nüsse fressen. Gib mir Nüsschen. So, ausgewichen. Ausgewichen. Was ist ja hier? Oh, das hat wehgetan. So. Im Nahkampf drauf gehen. Hui. Daneben. Da müssen wir ein bisschen uns konzentrieren. Die schießen sich gegenseitig an. So, das war in letzter Sekunde. So, der ist weg. Der hat getroffen. Aber wenn die stehen geblieben sind. Man muss stehen bleiben und wenn sie schießen, weicht man aus. Genauso wie er es auch macht. Er bleibt stehen, schießt auf uns. Und ich schieße daneben. Er natürlich auch. Das heißt, es ist ein 1:1 Battle hier. Beide haben ein Aim, der katastrophal scheiße ist. Gar keine Frage. Aber so trifft man vielleicht dann auch mal. Lass er in seinem Horn stecken. Und schon ist er beiseite. Deswegen habe ich 87 Schuss dabei, damit wir vorbereitet sind. Der Feind wurde aktiv besiegt und wir können unserer Schnecke sich nähern. Den halben Plattformen kann man hier einfach ganz entspannt daneben bauen. Nein, das möchte ich aber nicht. Ich möchte eigentlich hier genau. Ist ein bisschen eine Übungssache. Ich bin noch nicht so gut da drin, aber man kann sich im Prinzip genauso wie bei Minecraft oder anderen Spielen hochbauen. Man braucht natürlich ein bisschen Beton dafür, aber dafür geht es relativ effektiv. Und schon sind wir bei unserer grünen Elektroschnecke und können sie wegsnacken. Gut, das kann man ja dann ganz entspannt einfach wieder abbauen. Was auch sehr effektiv ist, sind die Masten für Förderbänder, weil die eine Leiter an der Seite haben. Allerdings habe ich dafür das Material nicht da.
Sprich, für uns sind sie aktuell nicht so effektiv. Alles wieder abgebaut, das heißt, wir können wieder unseren Scanner rausholen. Und müssen dann erstmal ein bisschen in eine Richtung rennen. Sagen, wir laufen einfach mal hier rüber. In der Hoffnung, dass da eine neue Schnecke entdeckt wird. Attention, out of range. Er hat wieder was gefunden. In die Richtung. Dann laufen wir mal in die Richtung. Ja, nachdem ich hier gerade zwei so kleine Gepanzerte weggemacht habe und die Stinker da auch noch rumstinken, habe ich die Schnecke auch entdeckt. Sie sitzt da oben drauf. Schauen wir mal, ob wir da angenehm hochkommen. Ja, Freunde, da oben ist die Schnecke, hier sind die Stinker. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich die Stinker kaputt machen kann tatsächlich. Bis jetzt sieht der Stinker nicht davon über... Wow! Ja, das ist natürlich kontraproduktiv, Kleiner. Ja. Scheiße, hier komme ich nicht hoch. Immer höher hinaus. Ich habe ja schon fast befürchtet, es war's mal wieder, weil ich hier in ein Loch gefallen bin. Aber ich kam raus. Dank der Hochbaumechanik. Und hier ist natürlich auch eine Elektroschnecke. Da unten ist ein munteres Tierchen. Da drüben sind diese Stinkkugel. Er ist halt auch eine Giftschnecke, aber da kommen wir aktuell noch nicht hin, weil ja, uns fehlt noch die Gasmaske. Es wird später mal eine Gasmaske geben. Und mit der können wir uns dann durch solche Gebiete einfach ganz entspannt durchbewegen. Oh, da ist einer am Baum. Da ist einer am Baum. Den nehmen wir natürlich auch mit. Signal lost. Also ich habe das Signal. Ich höre sie auch. Aber ich sehe sie nicht. Da müssen wir kurz mal rausbauen. Also wenn sie nicht im Stein steckt, muss sie hier auf dem Baum sein. Gut, dass wir eine Kettensäge dabei haben. Kleiner Fun Fact, die Kettensäge macht AOE-Damage, also Flächendamage. Wir können theoretisch diesen Baum hier abschneiden, aber das dauert natürlich einen Moment. Oder wir nehmen dieses Gebüsch hier. Schwupp. Und der Baum ist mit weg. Allerdings, ja. Die Schnecke ist hier jetzt nett gewesen. Aha. Hilfe, nicht schießen, nicht schießen. Wir können Freunde werden. Du hast nichts gesehen. Nö, 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 nö. Okay, dann halt keine Freunde. Nope, 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 nope. Ich sollte erstmal nachladen, das ist meistens effektiver. Das Erforschen hier kann durchaus schmerzhaft werden. Also ich muss sagen, die Kanone, mit der wir die Stacheln verschießen, die macht tatsächlich noch am meisten Damage. Klar, man muss dafür auch Munition dabei haben. Das ist immer von Vorteil. Da brauche ich nicht mal einen Scanner. Da hinten ist ganz entspannt eine Schnecke. Und ab zur Schnecke! Dann wird der Kaffee mal ganz entspannt zur Seite gestellt. Ich weiß nicht, wem dieser Kaffee gehört. Ob wir hier alleine sind, das ist die Frage. Ich habe meinen eigenen Kaffee. Und ja, dann nehmen wir jetzt erstmal einen Schluck, bevor es ernst wird. Dann tun wir 100 Käbelchen. Also ich meine natürlich automatische Verkabelungen, die voll komplex sind, die ich selber gebaut habe. Machen das Päckchen zu. Und dann, wenn es zu ist, also wenn es wirklich zu ist, schicken wir es nach Hause. Zu Fixit. Go. Und Phase 2 vom Weltraumlift ist abgeschlossen. Und weil Phase 2 abgeschlossen ist, haben wir Stufe 5 und Stufe 6 freigeschaltet. Was gibt's da? Ölaufbereitung, eine neue Ressource, die wir scannen können, die wir fördern können, mit der wir Strom machen können. Unter anderem wahrscheinlich industrielle Fertigung. Ja, können wir Computer herstellen, das ist das Wichtigste natürlich. Kann man erstmal eine Runde zocken mit neuen Teilen im LKW. Ein Fabrikator, der einfach aus 4 Teilen was zusammenbasteln kann. Nicht dieses lächerliche, was wir bisher können, mit 2 Teilen. Alternativer Flüssigkeit-Transport, also man könnte ja auch einfach mal hier, ne, also scheiß mal auf Öl oder abgepacktes Wasser, das kann man, das ist ja alles viel, viel besser. Gasmasken, ganz wichtig, da können wir eigentlich in diese gasverseuchten Gebiete. Und in Stufe 6 kriegen wir das Förderband MK4 mit 480 Ressourcen pro Minute. Dazu den passenden Lift, wir können Katerium-Erz scannen, haben einen neuen Brennstoffgenerator. Mit dem wir dann vielleicht auch das Öl nützen können.
Wir können fliegen. Ich meine, die Menschheit träumt schon immer davon, fliegen zu können. Also, wir können es, aber hey, die Menschheit träumt immer schon davon, fliegen zu können. Und mit diesem Jetpack von Fixit ist es natürlich möglich. Und, ja, wenn ich fliegen will, Umweltschutzgründen, nimmt natürlich einfach mal den Güterwagen oder die Elektrolokomotive. Und dann ist das Ganze doch schon viel entspannter. In dem Sinne, was machen wir zuerst? Zeit, die Ölaufbereitung freizuschalten für 50 Motoren, 100 Stahlbetonträger, 500 Stahlrohre und 500 Kupferblech. Yay, das nächste Rohöl ist 2400 Meter entfernt. Ja, dann let's go, ne? Wir sind jetzt noch um die 650 Meter entfernt von unserer Ölquelle. Allerdings ist hier auch gerade ein neuer Freund aufgetaucht. Da hinten, der beschützt die Crash-Site hier. In diesem Spiel gibt es immer wieder abgestürzte andere Raumpods, die man mit Strom aktivieren kann und so ein bisschen Loot auch rundherum findet. Aber erstmal müssen wir an dem da vorbei. Ich glaube, der findet das nämlich nicht so cool, wenn wir hier sind. Yo, what the fuck? Au, 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 au. Okay, der ist definitiv nicht begeistert davon, dass wir hier sind. Aber ja, das verstehe ich gar nicht. Die Frage ist, wie viel hält er aus? Nope, 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 nope. Oh, da ist noch ein kleiner. Warum habe ich jetzt mein Bauwerkzeug in der Hand? Das möchte ich haben. Okay, er hält tatsächlich nicht viel aus. Ich glaube, wir haben ihn jetzt dreimal getroffen. Und das hat gereicht. Droppt er auch was? Vielleicht ist er auch nur bewusstlos. Er kommt gleich wieder. Ja, das ist so eine Dropside. Hier liegen ein paar Schrauben rum. Die können wir mal einsacken. Ein bisschen Draht nehmen wir auch mit. Da ist wieder sowas, aber das ist kein Problem. Ja, das greift mich direkt mal an. So viel zum Thema, das ist kein Problem. Ja. Wir haben ein bisschen Damage bekommen. Und, oh, das kann man sogar einfach öffnen. Was ist das? Eine Festplatte. Nehmen wir mit natürlich. Wir haben ein neues Rezept bekommen, mehr oder weniger. Also noch haben wir es nicht, weil wir das noch nicht analysiert haben daheim. Aber wir sind ja auch auf dem Weg, um Kohle zu finden und nicht um Rezepte zu finden. Oh je, die erste Ölquelle. Geschützt von so einem schießenden, schießwütigen Schießer. Schieß, schieß. Aber das werden wir ändern. Nahkampf! Findet er jetzt nicht so toll. Aber soll er ja auch nicht toll finden. Okay, Nahkampf ist scheinbar nicht so unser bestes Gebiet gegen ihn hier. Zeit zum Schlafen. Wir wollen doch nur deinen Planeten ausbeuten. Jungs, ihr müsst hier nicht direkt mit der ganzen Gang auftauchen. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Also 3 gegen 1, das ist ja fast schon unfair. Ich meine, ich habe Waffen hier nicht, aber... Also bitte, da müssen wir mal... Ich meine, der Vorteil ist, es gibt 3 Ziele, die ich verfehlen kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas treffe, ist relativ hoch. Ich habe mich noch gar nicht bewegt. Ah, du schießt gegen deinen toten Kumpel. Okay, das klingt jetzt ein bisschen makaber. Und du bist weniger treffsicher als ich tatsächlich. Na dann... Oh, da hinten steht noch ein großer. Mama beobachtet uns beim Spielen, würde ich mal sagen. Mama ist verschwunden. Okay, nö, nö, ich habe nichts gesehen. Nö, war ich nicht. So, weil hier drüben ist noch eine Rohölquelle. Die schauen wir uns auch mal an, weil die 2 da vorne sind beide normal von der Qualität. Vielleicht kriegen wir ja noch eine reine Quelle. Rein. Gut, dann wissen wir ja schon mal, wo wir uns niederlassen. Landschaftlich übrigens sehr schön hier, sehr schön. Da müssen wir früher oder später rüber. Let's go. Wieder zurück daheim. Wir haben jetzt mal da hinten die Crash-Site, wo wir waren, die Festplatte geholt haben, habe ich mal markiert. Wir haben noch kein Öl gefördert, weil mir das Material gefehlt hat. Das ist natürlich auch intelligent, dahin zu laufen, ohne die entsprechenden Sachen zu haben. Wir schauen mal, ob wir die Festplatte hier nicht analysieren können. Scannen wir doch mal ein. Das dauert 10 Minuten. Okay. Schauen wir doch mal, was unser neues Rezept ist. Oh, man kann eine gewünschte Belohnung auswählen. Wir können entweder alternativer, verdünnter, verpackter Kraftstoff machen, alternativ Elektrode, Leiterplatte, haben wir bis jetzt noch nicht, oder alternativ ummantelte Kabel.
Ich habe keine Ahnung, was davon am sinnvollsten ist. Das scheint was Teures zu sein. Machen wir einfach mal die Alternative für die Elektrode Leiterplatte. Boah, hier ist es auch mittlerweile ein bisschen größer geworden. Da hinten stehen schon ein, zwei Containerchen. Da beginnt eine neue Produktionslinie. Und damit würde ich auch sagen, dass die Folge erstmal vorbei ist. Und mehr sehen wir nächste Woche. Vielen Dank dir fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und nächsten Sonntag um 12 Uhr rum geht's weiter mit Folge Nummer 6. Bye, bye.